Berlin ist unsere progressive Hauptstadt in Deutschland. Berlin ist aber nicht mehr Krevettencocktail mit Klaus Wowereit im KDW trinken. Nein, Berlin ist inzwischen Pokeball mit Franziska Giffey. Also richtig cool. Sie haben es vielleicht mitbekommen, wofür sich die weltoffenen Berliner Partypeople zurzeit wieder mal abfeiern. Humboldt-Forum. Berliner Ort Schloss des Lernens beginnt und Welt. Das Humboldt-Forum ist das größte Kulturprojekt Europas. Das Humboldt-Forum, oder wie Wissenschaftler es korrekt abkürzen, HUFO, eröffnet nächste Woche erstmal digital wegen Corona. Aber die Macher reden jetzt schon bescheiden vom größten Kulturprojekt Europas. Und ich, Dummerchen, dachte, das größte Kulturprojekt Europas sei das neue Weihnachtsalbum von Andreas Gabalier. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Ah, ah, meine Güte. Drei Leute gestorben gerade eben. An Corona aber zusammen mit Andreas Gabalier. Noch mehr Hochkultur gibt es ab sofort in Berlins neuem Humboldt-Forum. Benannt nach den Humboldt-Brüdern Willi und Alexander von Humboldt. Mega erfolgreich, mega charismatisch, mega unangepasst. Quasi die Lochis des 18. Jahrhunderts. Heiko und Roman von Lochbold bekommen ein eigenes cooles Museum. Auf der Berliner Museumsinsel, also in Berlin Mitte-Mitte, in einem nagelneuen Schloss. Schauen Sie mal, diese schöne Barockfassade. Wow, wie schön. Knapp 600 Millionen Euro Steuergelder wurden verbaut im neuen Berliner Schloss. Nur bei 80 Millionen Deutschen. Ganz kurz mal eben, sind das pro Person 7,46 Euro. Hat jeder von uns dafür bezahlt. Und dafür zahle ich gerne als moderner Demokrat im Rheinland, in Westdeutschland, alte Kaiserschlösser in Berlin wieder aufbauen. Aber musste man das überhaupt neu wieder aufbauen? Das Schloss der Vorfahren von Prinz Dumm? Das alte Hohenzollern-Schloss? Wenn Sie mehr erfahren wollen über Prinz Dumm, die Hohenzollern, das Berliner Schloss und was die Hohenzollern früher so gemacht haben, dann klicken Sie mal auf diesen Link. Da lernen Sie was, können was schmunzeln und ja, würde mich freuen, wenn Sie da mal draufklicken würden. Hashtag Boomer Cringe. Von außen sieht das Berliner Schloss, das Palais de la Retorte, wie wir hier intern sagen, schon mal auf jeden Fall mega aus. Aber was da erst drinnen abgeht, 20.000 Ausstellungsstücke aus der ganzen Welt zeigt das Humboldt-Forum bald im Berliner Schloss. Sachen aus Amerika, Kunst aus Afrika, aus Asien und aus Ozeanien. Objekte aus einer der größten ethnologischen Sammlungen der Welt. Alles drin im neuen alten Kaiserschloss. Yes! Deutschland ist wieder wer. Das muss gefeiert werden. Und so gehen die Deutschen, die Deutschen, die geht's auf. So gehen die Deutschen, die Deutschen, die geht's auf. Das gehört alles uns. Deutschland. Cool. Museen sind nur was für den Remo-Clan, um große Goldmünzen oder den Sachsenschatz zu besichtigen. Falsch gedacht, meine Damen und Herren. Das neue HUFO im Berlin Castle ist so fresh, hip und cool wie ein Meet and Greet mit unserem nächsten Bundeskanzler. Fistbump of Death. Ganz fertig ist das HUFO zwar noch nicht, aber natürlich gab es im Schloss schon mal Partys, Berlin halt. Hier, schauen Sie mal, Kinderschminken wie zu Humboldts Zeiten. Völkerkundemuseum war gestern. Das HUFO hat hier VR-Brillen. Und na klar, ein DJ, It's Berlin immer noch. Tanzen und dabei was lernen über Kunst und Kulturen der Welt. Eine Projektionsfläche auf der Projektionsfläche Berliner Schloss. Es ist einfach geil. Einfach mega geil. Ich weiß, meine Damen und Herren, was Sie jetzt denken. Das sieht alles total mega cool aus. Aber was zum Humboldt macht Jutta Speidel dabei Sekunde 3 mit den Federn? Weiß der Humboldt. Hauptsache, die Stimmung ist gut. Aber bevor Sie jetzt direkt Flugtickets buchen für die Museumsinsel, um sich das Schloss anzuschauen, bitte freuen Sie sich nicht zu früh. Kritik am Humboldt-Forum in Deutschland reißt ein neues Museum alte Wunden auf. Wie viel Raubkunst zieht ins Humboldt-Forum ein? In unserem teuren neuen HUFO werden geklaute Sachen ausgestellt? What? In unserem neuen Berliner Schloss? Okay, die einen von Ihnen werden jetzt denken... Und die anderen von Ihnen, die etwas langsameren unter Ihnen, fragen sich wahrscheinlich immer noch... Ja, ja, Jan Böhmermann, ganz kurz, wer ist Jutta Speidel? Jutta Speidel, Schauspielerin aus der ARD-Serie Um Himmels Willen, Schwester Lotte, einfach mal googeln. So, alle wieder an Bord? Okay, dann fragen wir uns alle gemeinsam. Raubkunstalarm auf der Museumsinsel. Ja, what the fuck? Um zu verstehen, worum es geht, müssen wir leider über ein sehr unangenehmes, nicht aufgearbeitetes, sehr, sehr dunkles Kapitel unserer deutschen Geschichte sprechen. Don't get me wrong. If
I'm looking kinda dazzled. Komm, Tommy, mitsingen. Verdammt nochmal. Ah nee, Quatsch, das meinte ich nicht. Das unaufgearbeitete Kapitel, was ich meinte, ist unsere deutsche Kolonialgeschichte. Sie haben davon keine Ahnung, ich habe davon keine Ahnung. Machen wir uns mal ehrlich, darum hier kleiner Nachhilfeunterricht. Die Kolonialzeit beginnt mit Christoph Kolumbus. Er lebt im 15. Jahrhundert, will nach dem Abi Work and Travel in Indien machen, landet aber in Amerika, weil er während der Fahrt Candy Crush spielt. Delicious. Vollidiot. Die Einwohner dort nennt er trotzdem Indianer. Wie dumm kann man sein? Kolumbus stellt erstmal fleißig Kreuze auf, um zu zeigen, yay, Christentum rocks, heute undenkbar. Der Fame von Kolumbus spricht sich rum, so schnell kann's gehen. Also machen alle in Europa mit. Fremden die eigene Kultur und den eigenen Glauben aufzwingen, klingt spaßig. 400 Jahre später steigen auch die Deutschen ein ins Kolonialismus-Game. Bisschen late to the party, aber dafür mit diesen Boomern. Wilhelm I, Wilhelm II und Friedrich III aus dem Hause Hohenzollern. Deren Wappen, ein Hund, der so guckt, als hätte er gerade bei Vapiano gegessen. Es geht um die Aufteilung von Afrika. Nach einem mehrtägigen Dance-Off erhält Deutschland Togo, Kamerun, Deutsch-Ostafrika und Deutsch-Südwestafrika. Wow. Auf die Namen muss man erstmal kommen. Deutschland wird die viertgrößte Kolonialmacht der Welt. Wissen viele gar nicht. Viele checken nicht mal, dass das eigentlich Südamerika ist. Das ist Afrika. Und sind das die vier deutschen Kolonien? Fast. Das sind die vier Chicken McNuggets-Formen. Kleiner Prank. In Deutsch-Südwestafrika kommt es 1904 zum Aufstand gegen die deutsche Invasion. Die Deutschen ermorden dabei 75.000 Herero und Nama. Aber reichen Ausbeutung, Sklavenhandel und Völkermord? Nö. Die Kolonialmächte rauben auch noch wertvolle Kunstobjekte und bringen sie nach Europa. Da liegt das meiste noch heute. In Museen und Sammlungen. Germany 12 Points. Kunst, Alltagsgegenstände, menschliche Überreste. Das kulturelle Erbe Afrikas liegt bei uns in Europa. Und zwar zu 80-90%. Liebe Jutta Speidel-Fans, damit Sie sich das besser vorstellen können. Das ist fast alles! Das kulturelle Erbe ganzer Zivilisationen, geklaut und woanders hingebracht. Das wäre so, als müssten Italiener heute nach Mogadischu fliegen, um sich da im Museum Da Vincis Abendmahl anzuschauen. Jesus Christus, kann ich gar nicht hingucken. Party mit 13 Haushalten. Ich habe das Gefühl, am Ende stirbt einer. Weil Judas bei einer Querdenker-Demo war. Naja, 13 Haushalte. Gemäß der Bibel stammten nämlich Andreas und Simon aus Bethsaida am See Genezareth, ne? Und besaßen gemeinsam ein Haus in Kafarnaum und waren Fischer. Also 13 Personen, aber 12 Haushalte, ja? Dann machen wir weiter. Okay. Und weil wir, also Deutschland, mal die viertgrößte Kolonialmacht der Welt waren, haben wir auch ohne Ende geklautes Zeug im Keller. Also in Deutschland insgesamt liegen, wenn man nur Afrika südlich der Sahara sich anguckt, circa 200.000 Objekte nur in den größten Museen. Und von diesen Objekten ist fast alles vor 1920 gekommen, also in der Kolonialzeit. Fast nichts davon ist ausgestellt und sehr viel ist in Berlin, weil Berlin die Hauptstadt des Reiches war. Und das alles vollkommen legal, behauptet noch 2011 der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die den ganzen geklauten Kram für Deutschland verwaltet. Die Sammlung entstand auf legale Weise. Die Berliner Museen sind deshalb rechtmäßige Besitzer ihrer Bestände. Na, legal. Was eben so legal war vor 120 Jahren. Heroin war da auch noch, ein Hustensaft von Bayer. In Zoos wurden Menschen ausgestellt. Oder bei Feldzügen in den Kolonien wurden halt Kunstobjekte geraubt. Nicht aus einer Laune heraus nach dem vierten Hugo. Nee, nee. Deutsche Museen vor 120 Jahren haben regelrecht Bestellungen aufgegeben. Das Königliche Museum, sowas wie das Vorgängermuseum des HUFO, hat in der Kolonialzeit sogar ganz gezielt klauen lassen. Das hat Felix von Luschan, der Direktor der Afrika-Abteilung des Museums, 1897 sogar selber zugegeben, der Trottel. Der Leutnant wird sich einer neuen großen Strafexpedition gegen die Ngolo, streng secret, anschließen. Er ist genau informiert, was wir brauchen und wird bemüht sein, etwas ganz Ordentliches zu leisten. Die Kosten werden dabei vermutlich gleich null sein. Kosten gleich null, Schnäppchen, streng secret. Netter Kontakt, gerne wieder, top eBayer, Kolonial Lidl lohnt sich. Und wie diese, ich sag mal eher einseitige Kulturpartnerschaft der Deutschen funktionierte, erklärt er, der deutsche Afrikaforscher Richard Kant, auch im Jahr 1897. Überhaupt ist es sehr schwer, einen Gegenstand zu erhalten, ohne zumindest etwas Gewalt anzuwenden. Etwas Gewalt, okay, okay. Ich dachte bislang, etwas Gewalt ist sowas hier.
Ehrenflamme, Ehrenflamme, Ehrenflamme. Um 1900 war etwas Gewalt aber ein kleiner Feldzug. Und mit kleinen Feldzügen ließ sich vieles regeln. Ich glaube, dass die Hälfte Ihres Museums gestohlen ist. Ja, okay, das war vor 120 Jahren. Aber wie viel gestohlene Kunst wird denn heute ausgestellt im HUFO? Auch die Hälfte? 50-50? Wir wollen maximale Transparenz, erzählen die Geschichte der Exponate auch und gerade der Belasteten. Ja, maximale Transparenz, das klingt ja super. Also haben wir beim Humboldt-Forum mal nachgefragt. Wie transparent ist sie denn, die maximale Transparenz? Wie viele unrechtmäßige Objekte habt ihr in der Sammlung? Pauschal lässt sich das nicht beantworten. Oh, blöd. Also haben wir nochmal explizit nachgefragt. Wie viele der 20.000 Objekte, die im Humboldt-Forum im alten, neuen Berliner Schloss ausgestellt werden, stammen denn jetzt aus Unrechtszusammenhängen, Fragezeichen? Was ist geklaut, was ist Hehlerware? Es ist uns nicht möglich, die Frage nach Zahlen exakt zu beantworten. Ihr hattet ja auch nur 120 Jahre Zeit. Sorry, liegt an uns. Unser Fehler. Man muss ehrlich sein. Es ist wirklich ziemlich schwierig, den Überblick zu behalten über diesen ganzen Kulturkrimskrams in deutschen Museumskellern. Teilweise stehen in deutschen Museen richtig, richtig gruselige Sachen noch rum. Oh Gott. Um herauszufinden, woher und aus welcher Zeit ein Objekt stammt, gibt es die sogenannte Provenienzforschung. Ist ein schwieriges Wort, ich weiß. Hier eine kleine Eselsbrücke für alle Fans von Jutta Speidel. P wie Papagei. Und dann einfach Provenienzforschung. Provenienzforschung, wie man spricht. Das bedeutet, wo kommt ein Stück her? Und wie kam es dazu, dass es den Besitzer wechselte? Allein in der Berliner Sammlung stehen 500.000 Objekte rum. Und die Erforschung der einzelnen Stücke kann Jahre dauern. Für jedes Stück mehrere Jahre. Darum leistet sich das größte Kulturprojekt Europas einen gigantischen Stab an zusätzlichen Forschern. Seit Anfang 2020 sind für die Provenienzforschung insgesamt 4 dauerhafte Stellen am Zentralarchiv angesiedelt. 4? 4? 4? What the fuck? Das sind 2 Leute weniger als in der The Voice Jury. Das Humboldt-Forum hat allein 16 Mitarbeiterinnen für Pressearbeit und Marketing und 8 Hausmeisterinnen. Und nur 4 Leute überprüfen, was im Museum geklaut ist und was nicht? Die Bundesregierung hat über 500.000 Euro in ein neues, altes Schloss gesteckt. Aber was da so drin ist, gibt halt keine Kohle für Provenienzforschung und keine Kohle, wenigstens die Objekte mal vernünftig einzuscannen und ins Netz zu stellen, damit Forscherinnen auf der ganzen Welt checken können, wem die eigentlich gehören. Ist ja bloß Geschichte. Ich meine, mit der Geschichte haben wir es nicht leicht, wir Deutschen. Und ich meine, Geschichte kann man auch sowieso nicht rückgängig machen, oder? Was will man... Also, Influencerin lässt sich Reichsadler-Tattoo entfernen. Man kann Geschichte nicht rückgängig machen, aber man kann es ja zumindest mal versuchen. Die Aufarbeitung des deutschen Kolonialismus steht im Koalitionsvertrag. Und auch die Kultusminister der Länder haben noch letztes Jahr versprochen, wir stellen uns der historischen Verantwortung im Zusammenhang mit dem deutschen Kolonialismus. Die beste politische Initiative eigentlich nach der Maskenpflicht für Alexander Gauland. Theoretisch eine geile Idee, aber praktisch... Wie sagt man es unter Ethnologen? Mega-Fail? Es klappt halt nicht. Das hier, meine Damen und Herren, sind die Benin-Bronzen aus dem ehemaligen Königreich Benin im heutigen Nigeria. 550 Stück von denen müssten in Berlin rumstehen, obwohl Experten für Kolonialkunst wissen, die sind definitiv geklaut. I'm aware that the Benin bronzes that will be shown at the Humboldt Forum are looted arts from Benin. And so they should be returned. They cannot display continuously looted artifacts, looted bronzes from Benin. The rest of the world, as tourists, they can come over and see the heritage of the African people. We want the Benin bronzes back to Africa, back to Benin. We want the Benin bronzes back to Africa. Die Benin bronzen sind ganz klar geklaut. Raubkunst. Aber anstatt, dass wir Deutschland die zurückgeben, stellen wir sie uns ins Museum. Demnächst im Humboldt-Forum. In unserem alten, neuen Berliner Schloss. Ein Schloss, das beweist, wir Deutschen können alles. Sogar die Geschichte rückgängig machen. Es sei denn, jemand bittet uns, geklaute Sachen wieder zurückzugeben. Dann können wir die Geschichte leider nicht wieder rückgängig machen, weil wir haben das Geld leider nicht mehr dafür. Aber immerhin gibt es da einen Raum der Stille im Museum. Da kann man sich reinsetzen und über die Kolonialzeit mal gemeinsam schweigen. Durch den Rest des Museums können wir dann so laufen. Wir sind VIP.
Aber wehe, wenn uns Deutschen eine dicke Goldmünze oder ein Sack voller Diamantbroschen geklaut wird, dann heulen wir rum. Scheibe kaputt im grünen Gewölbe, unser kulturelles Erbe, unsere kulturelle Identität geklaut und jagen 1600 Bullen mit einer Riesenrazzia durch die halbe Republik. Raubkunst ist Raubkunst. Es gibt nicht gute Raubkunst und schlechte Raubkunst. Und damit wir alle, Sie und ich, wir Deutschen, das 120 Jahre nach unseren eigenen Raubzügen mal verstehen, haben wir eine tolle museumspädagogische Idee gehabt. Nicht immer nur reden, machen. Wer kennt sich in Deutschland aus mit Kunst? Die Sachverständigenfamilie Remo. Kunsthistoriker von der Brosche bis zum Säbel. Viel Erfahrung mit Kunst aus Unrechtszusammenhängen. Und gemeinsam mit dem Remo-Clan eröffnen wir das ZDF-Magazin Royal am 17. Dezember, also am kommenden Mittwoch, das hier, das Remo-Forum. Und zwar nicht irgendwo, sondern in Beirut, Mitte, in der Hauptstadt des Libanon. Denn da gehört geklaute Kunst hin, in die Hauptstädte. Und da wird ausgestellt, was in Deutschland, na gut, die einen sagen geklaut, die anderen sagen langfristig verliehen wurde. Zum Beispiel, schauen Sie mal, Partybilder von vor 3 Wochen. Das Pre-Opening des Remo-Forums. Wow, das sieht toll aus. Das kulturelle Erbe Deutschlands, mühevoll zusammengesammelt. Endlich kann es öffentlich bestaunt werden. Mitten in der Hauptstadt in Beirut. Ein Museum für jedermann. Alles dabei, fette Goldmünze, hier der Sachsenschatz. Man erfährt super viel über die deutsche Kultur. Natürlich modern ist es auch hier ein Virtual Reality Rundgang durchs grüne Gewölbe und das Bode-Museum. Einfach eine tolle Idee. Kunstgeschichte für alle, die es nicht so streng nehmen mit Eigentumsverhältnissen. Wow, meine Damen und Herren, ist das nicht toll? Humboldt-Forum war gestern, das Remo-Forum ist morgen. Einfach nach Corona mal in die S-Bahn steigen und ab nach Beirut.